Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Matze und Lutze. Wie immer vor der Kamera, ganz eilig haben wir heute, weil ich habe noch wichtige Termine heute. Doch, ja, zwei. Da müssen wir machen, hin, also uns beeilen. Wen grüßen wir heute? Die Geister der letzten Nacht. Die Geister, da gab es aber Massen von, oder? Massen von den Geistern waren unterwegs gewesen. Happy Halloween ist jetzt endlich wieder vorbei, ein Haufen Monster rumgerannt. Waren gar nicht so viele. Eigentlich haben wir gesagt, da wo das Banner draußen hängt, könnt ihr vorbeikommen, dann machen wir eine kleine Party. Kann ich dir sagen, die haben überall Partys gemacht, habe ich gesehen. Ah. Da gehen die nicht von einer Party zur nächsten, sondern bleiben bei den Partys. Die versacken da regelrecht. Das ist kein Ding. Wir können auch sehen, dass da irgendwelche Höhlen waren. Und gefährlich war es ja auch, ne? Wie man sehen kann hier. Was? Ach, das ist die Kategorie, die wollten wir später machen. Mach das nicht. Kennst du das? Du nix kippen. Reden wir nochmal drüber. Blutfloss in den Straßen von Borgheide. Nein, das kann man gleich machen. Du nix kippen, heißes Öl über Handgelenk ist nicht gut. Ja, warum machst du denn sowas? Ich wollte im Gebüsch retten. Den kannst du aber nicht eine Minute alleine lassen. Na doch, eine geht noch, aber ab der zweiten ist sie fertig. Unmöglich. Jo, wer hat an der Uhr gedreht? Ja, ich. Ist es denn noch nicht zu spät? Ja, Zeitumstellung haben wir auch hinter uns gebracht. Der eine leidet, der andere nicht. Also ist jetzt wieder früher dunkel, dafür abends, morgens schneller hell. Ja, morgens. Das wollte genau die Politiker, die das mal abschaffen wollten, ne, in Brüssel, ne, die Zeitumstellung, das schaffen wir, machen wir. Genau die gleichen wollen jetzt übrigens auch das Weltklima retten. Also, ja, ja. Ja, wunderbar. Können sie machen, sollen sich mal beeilen. So, weiter geht's. Schaffen die nicht mehr so lange. Straße. Straße, genau, die L90, wisst ihr, wo die ist ja, ne? Die da L90 hinten. Geht nämlich hier über Borg, nachher nach Borgheide, raus, aus Borgheide hinten raus. Nee, das ist nicht die L90, ne? Ja, letztlich von Kleistow nach Lindow. Genau, die ist frei. Bin ich schon lang gefahren gestern mit dem Motorrad, habe mir das mal angeguckt. Gestern war ja noch schönes Wetter. Heute hat Matze wieder das Wetter gemacht. Und ihr seht es ja, dunkel draußen. Ein astreiner Sonnenuntergang. Dunkeltuten. Und die Straße ist wieder frei. Wir kommen wieder ungestraft nach Glindow rein. Werder kann man durchfahren. Und der Radweg ist schon voll in Benutzung. Sind auch viele Radfahrer da unterwegs. So, dann haben wir noch eine Information von der AG Grünflächen. Ist das eine Aktiengesellschaft? Arbeitsgemeinschaft. Ach, der AG heißt doch Aktiengemeinschaft. Haben die schon Aktien rausgegeben? Aktiengesellschaft. Aktiengesellschaft. Kurz vorm ersten Advent, nämlich genau am 27.11. um 9 Uhr, möchte die AG Grünflächen mit der Gemeinde Borgheide einen Teil des Bahnhofsvorplatzes wieder neu bepflanzen. Also Pflanzen wollen sie Gewächse, wollen sie pflanzen, Insekten und Kleintiere wollen sie pflanzen. Ach nee, die sollen Insekten- und Kleintierfreundlich sein. Freundlich. Freundlich sein, also immer schön grüßen die Insekten. Und ja, und da würden sie sich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere dort mithelfen möchte. Am 27.11. ab 9 Uhr am Bahnhof. Vorplatz. Naja, ist ja nicht so dahinter. Groß ist das Areal nicht, dass man sich da auf den Parkplatz warten, da wird man nicht gesehen und braucht einen Stuhl. Man kann sagen, man war da. Ja. Mhm. Ne? Dein Plan ist jetzt gerade aufgeflogen. Ja, da haben wir noch ein paar andere Termine und zwar gleich für morgen um 9.30 Uhr, 2.11., da ist Nähtreff in Borgheide im Gemeindehaus. Also wer noch nähen lernen möchte, Socken stoppen oder so, nee, weiß nicht, was die nähen, Deckchen, irgendwie, keine Ahnung. Ist jedenfalls Nähtreff in Borgheide, wer dahin möchte, um 9.30 Uhr im Gemeindehaus. Und am 4.11., das wäre der Donnerstag, geht es da gleich weiter. Da ist Treff der Seniorinnen und Senioren. Na, da gehst du auch endlich mal hin, wa? Du hast gleich die andere Hand auch verbunden und den Kopf mit. Und ebenfalls im Gemeindehaus Borgheide, Treff der Seniorinnen und Senioren. Ja, also theoretisch gehöre ich ja, theoretisch zumindest so, gehöre ich ja eigentlich auch dahin, oder? Dann kann ich auch zum Nähkurs gehen. So, und dann haben wir noch den 5.11., das wäre dann demzufolge der Freitag. Und da ist um 17 Uhr Laternenumzug der Grundschule und der Kita in Borgheide. Da ist es schon dunkel um 17 Uhr. Machst du da wieder ein Video? Ich muss mal gucken, wo ich bin. Die Woche ist alles ein bisschen. Freitag voll. 17 Uhr, Laternenumzug der Grundschule und der Kita. So, und dann kommen wir noch mal im Dunkeln gar nichts. Und dann kommen wir noch mal zu diesem hier, was ihr hier schön seht. Das sind die Kalender von Borgheide, die dieses Jahr zu kaufen gibt, erstmalig von mir in Auflage gebracht. Sind schon ein paar weggegangen und ich habe noch genug rumliegen. Wer da Interesse hat, der darf auch gerne über uns hier so info@mediengruppe-borgheide.de bestellen, beziehungsweise mich anrufen oder wie auch immer. Und die Telefonnummer steht auf unserer Webseite mediengruppe-borgheide.de unter Kontakt irgendwo. Genau, das ist auch die Telefonnummer und wie gesagt, ich bin abends eigentlich meistens zu Hause, kann man auch mal klingeln und sagen, Lutz, ich brauche 50. Nee, erst sag mal guten Abend. Ach so,
erst sagt man guten Abend und dann, ich brauche 50 Kalender. Ja. So, von Bockheide. Hm. Also sie sind auch schon bis nach Chemnitz gegangen bis jetzt und Berlin ist Anfragen und. Also wenn jetzt so Bockheide noch was haben wollen, müssen sie sich beeilen. Na gut, Weihnachtsmarkt ist noch nicht, ne? Da steht noch ist in Frage. In Klärung und auch da sind die nächsten Umgangsverordnungen, die nächste Umgangsverordnung natürlich auch relevant. Genau, die ist am 9. Ne? Am 9. November und danach. Und danach wissen wir mehr. Wissen wir mehr. Ja, sehr schön. So, dann möchten wir uns natürlich weiterhin bedanken bei David Hannemann für die Unterstützung von BNTV. Und bringen wir nochmal extra, aber wir haben hinten im Anhang noch drin, David handelt mit Immobilien und Grundstücken und Häusern und so ein Zeug. Genau. Und da so ein und Zeug. Sucht auch regelmäßig Objekte zur weiteren Veräußerung. Hilft dann also mit. So, und dann sind wir schon durch, weil wir müssen uns ja irgendwie beeilen heute, weil ich habe noch Durst. Mach jetzt los. Matze, also ich bin dran. Du bist jetzt dran. Was hast du mit dem Wetter gemacht? Das Wetter ist kaputt. Kaputt. Das läuft aus. Es ist Herbst. Es läuft aus. Der Regen für heute ist ja weg. Der ist erledigt. Der ist auch geliefert, wie bestellt und abgegeben worden. Sonnenschein wird die Woche nicht gerade so der Renner, die nächsten drei Tage. Temperaturen, ein bisschen mau, nachts 4, 5 Grad, tagsüber knapp über 10. Und Donnerstag wird es nochmal so richtig kalt und nass und auch diese 20 Liter pro Quadratmeter. Ich habe mal auf einer Wetterkarte geguckt, das Regengebiet steht dann ziemlich konstant über uns den ganzen Donnerstag. Das ist ganz schön viel, oder? Ja, ist ganz schön viel. Und wird sich da schön auswringen. Na toll. Ja, okay, ist Herbst, ne? Ist Herbst. Ja, ist halt Herbst. Kann man nichts weiter sagen. Also wie gesagt, aber wir kommen nicht in den Frostbereich, das ist ja schon mal ganz angenehm. Die Waldbrandgefahr ist sehr gering. Ist vorüber. Sehr gering. Ja, gut. Na? Super, so. Mehr haben wir im Moment nicht. Und jedenfalls ist uns nichts weiter eingefallen. Wir hatten, glaube ich, auch nicht irgendwie. Nee, keine Ahnung. Also war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächsten Montag, wie immer der Matze und Lutze. So, jetzt gehe ich was trinken. Tschüss. Tschüss. Ich bleib hier. Ich pass hier auf.